So, da schon wieder die gelbe Plädeljacke. Ich hab einen Neusatz gehabt. Ja, wo? Oh, das war so geil, der hat jetzt noch ein Rohr. Im Praktikanten-Erziehungscamp hab ich einen Neusatz gehabt. Mit dem Rohr? Deshalb war das Rohr, ja. Da sind nämlich Sachen drin, die hier zur Züchtigung gebraucht worden sind. Ja. Das war nicht so schlimm. Das war gar nicht so schlimm. Und Steffi, ich habe deine Adresse nicht verraten, wirklich. Ich wollte gerade sagen, es werden auch noch weitere Menschen hier, oder naja, Menschen ist jetzt vielleicht übertrieben, zur Rechenschaft gezogen für das, was da letzten Samstag passiert worden ist. Passiert worden war. Ganz genau. Wer sind sie überhaupt? Keine Ahnung. Da war Musik eigentlich nicht schlummern. Kamera, das ist eine Bewerbungsmappe. Ja, wegen dem Aufruf, also. Ich habe schon eine Bewerbung. Einer hat sich schon beworben dafür. Ja, zwei. Ja. Zwei, und das werde ich auch, veröffentlichen, werde ich das auch. Ja, Achtung, wegen. Achtung! Hier spricht die Praktikantenpolizei. Bitte gehen Sie sofort auseinander. Es gibt jetzt Kategorien A-Praktikante und B-Praktikante. Also die sich hier beworben haben, die haben sich nur fürs A-Praktikum beworben. Also, wenn der Christoph jetzt bis hier geht, geht der B-Praktikant dann und der A. Ja. Also, damit wäre dann auch gesagt, dass der Christoph ein sogenannter C-Promi ist. Wenn er noch lang weitermacht und dann meldet man ihn fürs Dschungelcamp an. Kriegt er vielleicht sogar einen Grimme-Preis, gell? Ha? Mit dir? An Bord kann er nichts mehr schaffen. Aber kannst du auch ranzoomen? Kannst ja. du ein bisschen herkommen? Okay. Oh, der hat schon graue Haare da gekriegt. Das goldene Vlies. Seit Samstag. Wahnsinn. Seit Samstag. Moses. Das war kein schöner Buch. Ganz toll. Ja. Richtig. Aber es hat sich gelohnt, oder? Es hat sich doch richtig gelohnt. Ich habe mal auf eine ganz minder bemittelte Spezies aufmerksam gemacht, finde ich. Und ich finde, dazu kann man auch schon ein paar graue Haare kriegen. Steinlaus? Ach so. EC-Praktikant. Weitermache Bewerbung, es ist die Hölle hier, wirklich. Das ist die Hölle.